Hallo Annette. Annette, du warst heute hier auf der Veranstaltung von der DGFP und hast eine eigene Session geleitet. Zu welchem Thema war das? Das war zum Corporate Learning. Und um was genau geht es dabei? Ich hatte die Frage gestellt, wie schaffen wir es in Unternehmen, eine andere Lernkultur zu entwickeln? Also mit welchen fördernden Maßnahmen können wir das tun? Und ich wollte gerne einfach in der Gruppe nach Ideen fragen und nach Erfahrungen, um das für meine eigene Arbeit zu nutzen. Das klingt spannend. Welche Erfahrungen sind denn dabei so präsentiert worden von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern? Ja, wir haben uns ganz lange erstmal überhaupt darüber unterhalten, wie es ist, sich weiterzubilden, ob das immer von außen geschehen muss oder inwieweit Menschen aus eigener Motivation dieses tun. Und ich habe viel erfahren über die Teilnehmer, weil sie verschiedene Beispiele gebracht haben, auch natürlich von großen deutschen Unternehmen, so wie Adidas oder Bosch, wo Vorstände den Mitarbeitern Lernzeit geben und sagen, du hast 2 Stunden Zeit in der Woche, das kannst du nutzen für deine eigene Weiterbildung, für die Themen, die für dich spannend sind. Um einfach auch die Eigenverantwortung auch zum Thema Lernen bei den Mitarbeitern zu lassen und zu sagen, hey, ihr seid da selber für verantwortlich. Und das ist eine ganz andere Denke, als das in vielen Unternehmen ist. Super, Dankeschön. Bitteschön.